Gut, so jetzt haben wir dieses Skalarprodukt kennengelernt und jetzt nehmen wir es gleich mal her, um eine neue Definition für Geraden, zumindest im R-Quadrat, im Zweidimensionalen, uns anzuschauen, und zwar die Hesse-Form. Die Idee ist eigentlich ganz leicht. Also bei der Parameterform war es ja so, wir haben einen Punkt auf der Geraden und dann sage ich, in welche Richtung ich laufen muss, um auf der Geraden zu bleiben. Ja, und mit Lambda mal diesen Richtungsvektor komme ich zu allen Punkten. Jetzt mit dem Skalarprodukt haben wir ja gesehen, ich kann senkrecht zu, oder die Orthogonalität kann ich mit dem Skalarprodukt gleich 0 testen. Jetzt, wenn ich hier so einen roten Vektor n habe, dann könnte ich ja sagen, okay, alle Punkte, die jetzt für den, was ich senkrecht auf diesem Fußpunkt von dem normalen Vektor n stehen, die gehören alle zu einer Geraden. Also wenn ich jetzt den Punkt hier oben nehme und den mal zu dem Fußpunkt verbinde, ja, 90 Grad Winkel. Also die Vektoren sind senkrecht, haben ein Skalarprodukt von 0. Oder ich nehme den Punkt hier unten, verbinde den zum Fußpunkt von meinem normalen Vektor, ja, auch hier 90 Grad Winkel. Also ich kann das Skalarprodukt gleich 0 kann ich verwenden, um diese Gerade zu definieren. Und was ich eigentlich nur sagen muss, naja, in der einfachsten Form würde ich sagen, okay, mein normalen Vektor skalar multipliziert mit einem Vektor x soll 0 ergeben. Das würde mir eine Gerade definieren. Allerdings diese Gerade, die würde natürlich immer durch den Ursprung gehen. Und wir wollen jetzt natürlich wieder einen Aufpunkt erlauben, also eine Gerade, die nicht durch den Ursprung läuft. Und mich interessiert hier immer der Vektor, der hier zum Fußpunkt von dem normalen Vektor läuft, oder der Vektor, der zum Aufpunkt läuft. Und den kann ich einfach als x minus a schreiben, also die Differenz. Also wie wir Vektoren zwischen zwei Punkten machen. Vektor x minus a ist im Prinzip der Vektor von einem beliebigen Punkt x zum Aufpunkt. Genau, und wenn der senkrecht auf diesem Vektor n, auf dem normalen Vektor steht, also den nennen wir oft den normalen Vektor, wenn das senkrecht steht, also das Skalarprodukt 0 ist, dann haben wir einen geraden Punkt. So kann ich das definieren. Ach, übrigens zum, also normalen Vektor, wir nennen, falls das ein ungewohnt ist, der ist natürlich ein ganz normaler Vektor. Normalen Vektor, die normale bedeutet einfach nur senkrecht, also senkrechter Vektor. Gut, so ist die Hesse-Form. Und jetzt kann ich natürlich auch, wenn ich mag, das Ganze, ich habe hier mehrere Vektoren, den Vektor n, den Vektor x und den Vektor a. Das kann ich jetzt natürlich auch komponentenweise, elementweise ausschreiben, dieses Skalarprodukt. Dann bekomme ich diese Form hier unten. Da sind die einzelnen Komponenten drin. Also jetzt habe ich im Prinzip das hier gemacht, im zweidimensionalen, den normalen Vektor. Habe ich als n1, n2 geschrieben. Skalarprodukt mit x1 minus a1 und x2 minus a2 0. So habe ich das einfach mal ausmultipliziert und das nennen wir die Koordinatendarstellung. Einfach nur eine Definitionssache, ja, wie man das nennt. Gut, versuchen wir einfach mal damit zu arbeiten. Ich habe hier eine Gerade gegeben.
die ist definiert als Vektor 1, 1, Skalar mit x ist gleich 4. Versuch die mal zu skizzieren. Genau. Also, bevor wir es uns jetzt fertig anschauen, also ich weiß, der normalen Vektor geht in die Richtung 1, 1. Das ist mein normaler Vektor. Das heißt, die Gerade, die muss so laufen. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo sitzt die jetzt in meinem Koordinatensystem? Und das bekommen wir hier über die 4. Denn wenn wir hier nochmal genau schauen, also in der Hesse-Form, traditionell habe ich ja einen Aufpunkt drinnen. Gut, der ist jetzt verschwunden und auch die 0 ist verschwunden. Dafür habe ich hier eine 4 und das ist natürlich der ausmultiplizierte Ausdruck normalen Vektor skalar multipliziert mit Aufpunkt, also dieser Term hier. Das hier ist meine 4 und ja, jetzt kann ich mir einen beliebigen Aufpunkt suchen, der einfach nur erfüllen muss Vektor 1, 1 mal A1, A2 gleich 4. Ich kann es mir wählen und deswegen ist wahrscheinlich eine einfache Wahl wäre zum Beispiel hier der Punkt 4, 0. Ja. Also einfach eine Koordinate 0 setzen und die andere dann ausrechnen. Also da kommt auf jeden Fall 4 raus. Jetzt kann ich das Ganze hier in ein Koordinatensystem reinsetzen. Ja, der Punkt 4, 0 muss dabei sein. Der Punkt 0, 4 übrigens auch. Also so muss das Ganze aussehen. Fairerweise hätte ich natürlich auch sagen können, der Punkt 2, 2, ja, der ist auch dabei. Hier 2, 2. Ja. Also da bin ich ja wieder völlig frei in der Art und Weise, wie ich das mache. Gedruckt sieht das Ganze dann also so aus. Interessant an dieser Hesse-Form, um es nochmal kurz anzumerken, ist, ja, wir haben hier immer ein Unbekanntes, das x. Also wir testen hier sozusagen, ob ein Punkt auf der Geraden liegt oder nicht. Also ich könnte ja einfach mal für x irgendeinen Punkt einsetzen. Also ich könnte zum Beispiel mal sagen, okay, ich setze hier mal den Punkt 1, 1 ein. Dann hätte ich Skalarprodukt von 1, 1 mal 1, 1. Skalarprodukt ist 2. Okay, 2, nein, ist nicht das gleiche wie 4. Also die Gleichung geht nicht auf, logischerweise, denn der Punkt 1, 1 hier unten ist ja auch nicht auf der Geraden. Also wir haben hier sozusagen mit der Hesse-Form haben wir einen Test, ob Punkt auf der Geraden liegt oder nicht. Mit der Parameterform, die wir am Anfang hatten, ist es anders. Die liefert uns Punkte, also Parameterform für diese Gerade wäre ja zum Beispiel, da könnte ich den Punkt 0,04 als Aufpunkt nehmen, also die Gerade G kann ich auch als 0,4 plus Lambda mal 1 minus 1 schreiben. Ja, das wäre die Parameterform. Genau. Die hat die Eigenschaft, dass wenn ich Werte für Lambda hier vergebe, also wenn ich sage, ich nehme mal Lambda gleich 3, kann ich einfach mal einsetzen, dann bekomme ich einen Punkt. Also die liefert geraden Punkte. Also wenn ich hier eine 3 einsetze, dann bekomme ich ja den Punkt 0 plus 3 mal 1 ist 3, 4
minus 3 ist 1, also dann bekomme ich hier den Punkt 3, 1, diesen hier unten, den bekomme ich dann vorgeschlagen als geraden Punkt. Den könnte ich jetzt hier oben einsetzen in die Hesse-Form und würde merken, okay, der Punkt 3, 1, wenn wir es hier nun mal nochmal testen, also 3, 1 eingesetzt. Ja, einmal 3 plus einmal 1 ergibt 4, wunderbar, also 4 gleich 4. Also dieser Punkt hat den Test bestanden, ist ein geraden Punkt. Also so funktionieren die beiden Sichtweisen. Die Parameterform schlägt Punkte vor, die auf jeden Fall auf der Gerade sind. Die Hesse-Form ist ein Überprüfungsverfahren, ob Punkte wirklich darauf liegen. Das werden wir nachher auch nochmal nutzen, um dann Schnitte und solche Dinge zu berechnen. Gut. Eine Aufgabe habe ich noch. Hier habe ich eine Gerade gezeichnet. Bestimmt bitte mal die Hesse-Form und die Koordinatendarstellung. Genau, also das hier wäre mein Vorschlag. Ja, der normalen Vektor 1, 3. Ja, wie komme ich auf den? Der ist ein bisschen kurz, um jetzt so direkt abzulesen. Also manche haben vielleicht so ein ganz kleines Steigungsdreieck hier gemacht. Ein nach rechts und 1, 2, 3 nach oben. Man kann es aber auch an der Geraden ablesen, denn ich sehe hier, wir gehen hier von 0 nach 6, also wir gehen hier, die Gerade geht 6 nach rechts und 2 nach unten. Also quasi der geraden Vektor, der Richtungsvektor, wenn ihr so wollt, der hat die Koordinaten 6 minus 2. So, wie bekomme ich im zweidimensionalen jetzt einen senkrechten Vektor dazu? Da gibt es einen einfachen Trick. Senkrecht dazu, da tausche ich x- und y-Koordinate. Also die minus 2 nach oben und die 6 nach unten. Und dann muss ich noch einen Vorzeichenwechsel machen. Und es ist jetzt egal, ob ich aus der minus 2 eine plus 2 mache oder ob ich aus der plus 6 eine minus 6 mache. Beide Vektoren sind normalen Vektoren. Ich würde mich jetzt einfach mal hier für die plus 2, 6 entscheiden. Ja, und den kann ich jetzt noch auf die Hälfte kürzen. Dann habe ich den Vektor 1, 3, aber auch mit dem Vektor 2, 6. Da bin ich natürlich invariant, der kann so lang sein, wie ich will. Das ist mein normalen Vektor. Jetzt brauche ich noch einen Aufpunkt. Aufpunkt, Vektor 0, 3, absolut valide. Und dann steht das hier ist der Aufpunkt 0, 3. Und dann steht die Hesse-Form eigentlich schon da. Und jetzt kann ich noch ausmultiplizieren. Also ich habe hier einen x1 und 3 x2 und wenn ich ausmultipliziere mit dem Aufpunkt, habe ich einmal 0 und 3 mal 3. Mit dem Minuszeichen habe ich minus 9 auf der linken Seite der Gleichung stehen. Wenn ich das auf die rechte Seite bringe, wo hier die 0 ist, dann habe ich die plus 9. Also das ist die Koordinatendarstellung des Ganzen. Gut, hervorragend. Im nächsten Video schauen wir uns noch kurz dann was an, wie wir diese Hesse-Form noch für Abstände nutzen können und was die Hesse-Normalform ist. Bis gleich.